Willkommen zu Leine Bergland in Schlagzeilen. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Gronau. Gleich mit mehreren Streifenwagen war die Polizei am 19.01.2022 in den späten Nachmittagsstunden in Gronau im Einsatz. Zeugen hatten zuvor die Beamten alarmiert, weil sie einen Schuss aus den Räumen des ehemaligen Gasthauses Kaiser Franz Josef, jetzt Restaurant Aroma, gehört hatten. Wie die Staatsanwaltschaft kürzlich mitteilte, wurde zwischenzeitlich in Langenhagen ein 27-jähriger Mann festgenommen, der in der Gaststätte mit einer Gaspistole auf einen 43-Jährigen geschossen haben soll, der ebenfalls aus Langenhagen stammt. Das Opfer kam mit leichten Verletzungen davon und wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Gegen 16 Uhr standen nicht nur mehrere Polizeiwagen, sondern auch ein Rettungs- und ein Notarztwagen vor der Gaststätte an der Gronauer Hauptstraße. Die Polizeibeamten vor Ort wollten zunächst keine Angaben zu dem Geschehen machen. Auch die Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hildesheim enthielt nur wenige Informationen. Die genaueren Hintergründe und Umstände der Tat sind Gegenstand der Ermittlungen, heißt es in dem Schreiben. Fest steht jedoch, dass die Polizei am Mittwoch den möglichen Straftäter verfolgte, der mit seinem Auto von Gronau in Richtung Hannover flüchtete. Einsatzkräfte aus der Landeshauptstadt stellten den Mann schließlich in seiner Wohnung in Langenhagen und nahmen ihn vorläufig fest. Momentan befindet er sich im Polizeigewahrsam in Hildesheim. Die Tatwaffe konnte nach Angaben der Staatsanwaltschaft bislang noch nicht gefunden werden. Wie die Leine-Deister-Zeitung mittlerweile aus gut unterrichteten Kreisen erfuhr, soll es sich bei dem mutmaßlichen Schützen um eine Person handeln, die Kontakte zum Rauschgiftmilieu hat. Ob er möglicherweise Schulden in Gronau eintreiben wollte, konnte die Leine-Deister-Zeitung aber bislang nicht in Erfahrung bringen. Alfeld, der Kontakt e.V. ist ein Verein für Konfliktschlichtung und Beratung mit Sitz in der Alfelder Sedanstraße. Um noch besser auf seine Tätigkeiten aufmerksam zu machen und auch um weitere Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu finden, hat der Verein jetzt eine Kooperationspartnerschaft mit Leine Bergland e.V. geschlossen. Gemeinsam wollen wir die Region von nun an mit Informationen über die Aufgabenfelder des Kontakt e.V. und die Möglichkeiten einer Mitarbeit versorgen. Wenn Sie sich schon mal informieren möchten, finden Sie dazu Informationen auf www.kontakt-ev-alfeld.de. Bad Salzdetfurt. Am Freitag, den 21.01.2022, sind gegen 19 Uhr mehrere Täter in das ehemalige Relaxa-Hotel im Bad Salzdetfurter Stadtteil Detfurt eingedrungen. Die derzeit unbekannten Täter verschafften sich durch einen Seiteneingang Zugang zum Objekt. Hier wurden zahlreiche Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Unter anderem wurden aus der ehemaligen Hotelküche mehrere Küchengroßgeräte entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich derzeit auf ca. 32.000 Euro. Bei der Tatausführung wurden die Täter videografiert. Demnach handelt es sich um mindestens 4 männliche Täter im Alter von ca. 20 bis 30 Jahren. Die Polizei Bad Salzdetfurt hat nun die Ermittlungen wegen Bandendiebstahl aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen, Fahrzeuge oder andere Umstände beobachtet haben, sich mit dem Kommissariat in Bad Salzdetfurt unter der Telefonnummer 050 63 90 10 in Verbindung zu setzen. Liebe Zuschauer, wie Sie wissen, lohnt es sich auch immer auf Leine Bergland TV mal nach interessanten Jobs oder Ausbildungsstellen zu schauen. Die Seniorenresidenz Eifel sucht Unterstützung. Sehen Sie hierzu unseren Beitrag. Mein Name ist Bettina Döllner. Ich bin Diplom-Sozialpädagogin und Sozialarbeiterin und ich arbeite hier im begleitenden Dienst. Mein Arbeitsbereich ist, mit den Bewohnern den Alltag zu gestalten, mit Spielen, mit Basteln, mit Kochen und Backen, Gedächtnistraining und auch kleine Sportübungen und gemeinsame Ausflüge machen. Wer in diesem Bereich gerne arbeiten möchte, sollte entweder eine pädagogische Ausbildung haben, Erzieher, Heilerziehungspflegerin in dieser Richtung oder Alltagsbegleiter, Begleiterin sein und Empathie und Spaß und Freude an der Arbeit mit alten Menschen haben. Ich würde mich sehr über weitere Kollegen und Kolleginnen im Team freuen. Die Firma Karl-Heinz Jansen, Sanitär- und Wärmetechnische Anlagen in Eifel, sucht aktuell Anlagenmechaniker, Zentralheizungs- und Lüftungsbauer als Kundendienstmonteure bzw. Servicetechniker.
Es erwarten Sie eine Reihe Zusatzvorteile neben einer leistungsgerechten Vergütung nach Bestimmungen des Tarifvertrags der IG Metall im Bereich Sanitär, Heizung, Klima. Wenn Sie sich angesprochen fühlen, informieren Sie sich gern vertiefend auf www.c-h-jansen.de. Ihre Bewerbung senden Sie am besten per E-Mail an zeug@c-h-jansen.de. Das Diakonische Bildungszentrum Eifelt bietet Schulplätze für eine Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann in Eifelt und Hildesheim zum 1. August 2022. Wer sich dafür interessiert, findet weitere Informationen auf www.dbz-li.de. Alle Anzeigen finden Sie natürlich wie gewohnt auch nochmal in Ruhe zum Nachlesen auf unserer Webseite www.leinebergland-tv.de. Und wenn Sie stets auf der Höhe der Zeit bleiben wollen, abonnieren Sie einfach unseren Kanal auf Facebook, YouTube, Instagram und oder Twitter und schauen Sie auf unsere Webseite. Dort gibt es neben den Videos auch noch weitere Infos aus unserer Region, Porträts von Unternehmen, Jobanzeigen, Pressemeldungen und vieles mehr. Und wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, lassen Sie uns gern ein Like da.